Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon X. Ja, meine Damen und Herren, es geht heute weiter mit der größten Herausforderung, seit es die Pokémon-Geschichte gibt. Wir machen uns auf den Weg zur Siegesstraße und zur Pokémon-Liga und das wird wahrlich nicht einfach werden. Bei sonnigem Wetter frieren keine Pokémon ein. Ja, das kann man nachvollziehen. Vielleicht würdest du dir ja gerne das erste Lied anhören, das ich dort geschrieben habe. Okay, die Musik sollte man kennen. Finde ich ja sehr interessant, dass es hier so Übergänge gibt zwischen den einzelnen Regionen. Ja. Kälte oder Meletta, okay. Aber wie gesagt, ich habe keine Speckschicht. Ja, so siehst du auch nicht aus. Versuch mal. Das hier. Protzer. Yes. Juhu. Protzer pumpt den Körper auf, um Angriff und Verteidigung zu verbessern. Meine Güte, rede nicht andauernd in abgehackten Sätzen. Wow. Ein alter Freund von ihm. Wahrscheinlich ein sehr, sehr alter Freund von ihm. So, wie gesagt, wir machen uns auf den Weg jetzt endlich. Wir verlassen diese wunderhübsche Stadt. Eigentlich schon ein bisschen jammerschade drum. Aber okay. Nächste Route, neues Glück, meine Damen und Herren. Bin mal gespannt, was es hier zu entdecken gibt. Ah ja, Route 21 geht's auf zur Siegestraße. Der Spitzname meines Pokémon lautet Misty. Juhu. Was für ein Zufall, dass es ausgerechnet Misty ist. Der Denier-Weg. Ey, stopp! Was soll das denn? Astrina Samantha. Und die hat mal prompt ein Zombieres. Was mir gerade bei diesem Geist-Pokémon einfällt, ist auch das Halloween-Turnier, an dem ihr teilnehmen könnt. Dazu braucht ihr 6 Geist-Pokémon. Und im Moment gibt es auch mehrere Aktionen, ja, wo ihr Geistbomben bekommen könnt. Also ich glaube, Saturn könnt ihr im Moment, danke für die Angriffskraft übrigens. Saturn könnt ihr einen Gengar mit dem Gengarnit bekommen. Und es gab noch einen Pumpedin. Bei diesem Pokémon konntet ihr, glaube ich, einen Beulenhelm mit dazu bekommen. Ihr braucht ja einen... Also das R bis XL braucht ihr und ihr müsst es im Prinzip hin und her tauschen. Warum habe ich bei Kasselit nicht gewechselt? Das fällt mir gerade mal so auf. Ich weiß es selbst nicht. Ja, dann wechseln wir mal schnell zu Kroko, unserem allseits beredten tollen Pokémon. Felswurf, sehr, sehr nett. Ich kann aber auch was Tolles nehmen, Surfer. Ohne Mega-Entwicklung. Spülen wir mal das Kasselit gleich mal fort. So, das sollte doch reichen. Surfer! So, Kasselit besiegt. Und das war's für die Ast-Trainerin. 5600 Pokédollar. So einiges. Aber erstmal surfen wir eine Runde durchs Wasser. Und nicht vergessen, Top-Schutz einzusetzen. Es kommen zwar sehr starke und tolle Pokémon, aber die will ich im Moment nicht fangen. So, dann surfen wir mal hier lang. Ich wusste doch, dass es hier hinten ein Item gibt. Es ist eine Käfertafel. Die verstärkt Käferattacken um 20%. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Ich glaube, das andere Item, was Käferattacken verstärkt, müsste Silberstaub sein, wenn ich mich recht entsinne. So, da können wir keinen Surfer einsetzen. Gut, dann gehen wir halt eben nach oben und treffen prompt auf ein Ast-Trainer-Duo. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was die so zu bieten haben. Wailord und Giflor. Nein, Wailord ist überhaupt nicht fett und gigantisch. Und wieso muss es jetzt ausgerechnet auch nur anfangen zu regnen? Nicht so toll. Wir machen Fliegen auf Giflor und den Body Slam auf das fette Wailord. So, na super. Wailord taucht unter.
Und Giflor mag es, mich mit Stachelspore anzugreifen. So, ich kann nicht angreifen, das ist jetzt aber nicht so schlimm, da Wailord eh unter Wasser ist. So, jetzt greifen wir nochmal Wailord an. So, jetzt gibt es erstmal Fliegen von Phoenix. One-Hit-KO für Giflor, Level 57. Unglaublich, dass es so starke Trainer gibt. Level 65 für Phoenix. Boah, ordentlicher Anstieg. Boah. Es regnet Erfahrungspunkte. Zwei Initiative für ein Relaxo, das ist viel. One-Hit-KO natürlich für Phoenix. Wie sollte es auch anders sein bei Regen und Taucher? So, dann machen wir Dragoran und beenden den Kampf relativ schnell. Einmal Turbo-Tempo bitte und das soll es doch gewesen sein. Und tschüssi. Unser Wahlgigant ist besiegt. Dragoran, noch ein Level up. So wie sie es gehört. Joa, 5 Angriff. Alter, Schwede. Ich glaube, das wird eins meiner besten Dragorans, was ich je hatte. Gibt's ja nicht. 5 Angriff und das schon zum zweiten oder zum dritten Mal. Ach je. Wundermärchen, so kann es meinetwegen weitergehen. Es kann auch ruhig 6 Angriff geben, da habe ich nichts dagegen. Alter, das Dragoran wird echt Bombe. Ich habe so am Anfang gedacht, ach du Scheiße, es hat ja voll das schlechte Wesen. Aber voll unlogisch, dass Rot das Gute ist und Blau das Schlechte. Nun gut. Das soll verstehen, wer will. So, Toto kriegt auch noch einen Hypertrank. Jetzt gibt es erstmal Hyperheiler auf Plopsi. So, und jetzt sind alle meine Pokémon wieder topfit. Das wird ja auch mal wieder Zeit. Ja, und in dem Stein ist ein Megablock drin. Kein Megastein, sondern ein Megablock. So, jetzt gibt es erstmal Stärke. So, hopp, hopp, hopp. So, und jetzt nicht eins nach rüber schieben, sondern wieder zurück. Und hinauf mit diesem Stärkefelsen. Kann noch 30 Jahre dauern, bis wir da oben sind. Wie gesagt, vergisst nicht, euch für den Kampf zu registrieren, wenn ihr unbedingt dran teilnehmen wollt. Ihr kennt ja jetzt mittlerweile die Voraussetzungen dafür. Ach, wie nett. Ist das eine Abkürzung oder was? Wir Trainer kommen nahezu ohne Worte aus. Oh, Veteran. Scheint wohl die stärkste Trainerklasse hier zu sein. Und ja, ich glaube, der macht alle Ehre hier. Och jo, hopp, jetzt hier noch Sandsturm. Man erstmal fliegen. Ich will mal sehen, was das so drauf hat. Hahaha. Wow. Gähne. Wie nett. Jo, Phoenix verliert etwas KP. Auch mal nicht. So, holen wir mal unser legendäres Pokémon raus. Na, was machst du jetzt? Oh, Schutzschild. Gegen was auch immer. Mondgewalt. Yay, boom. Und tschüssi. So muss es laufen. So, leider gibt es hier jetzt immer die ganze Zeit Sandsturm. Nö. Ich könnte ja fast wetten, es ist vom Typ Drache. Oder? Nö. Und es ist auch vom Typ Fee. Lichtkanone. Jo, ist klar. Ist klar, natürlich muss das so sein. Ja. Der Sandsturm legt sich und es fängt an zu regnen. Warum auch nicht? Meine Güte, die Pokémon gehen echt zäh drauf. So, haben wir diesen Dinosaurier besiegt. Meine Güte, der hat es uns nicht einfach gemacht, der liebe Veteran. Was bist du denn? Haus des Attackenhelfers. Ja, das kann man sich mal merken, ne? Gewusst wie, wenn Bizarro-Raumo zum zweiten Mal in Folge eingesetzt wird, hat dies zur Folge, dass wieder das Pokémon mit dem höchsten Initiativewert zuerst angreift.
okay, das heißt, wenn man eine Ahnung hat, wie man es wann einsetzen muss, dann soll man es machen. Vor allem sinnvoll solche Attacken im Doppelkampf. So, hier gibt es einen Widerball und einen Baum, an den ich leider Gottes nicht drankomme. Ärgerlich. Ja, ärgerlich. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So, surfen wir wieder zurück. Ja, und hier liegt mal eine sehr kostbare Triebperle rum. Die nehmen wir mal gerne mit. Ihr könnt euch wahrscheinlich... Ich glaube, so bei manchen Leuten, denke ich zumindest, dass die viele unsichtbare Items nicht gefunden haben. Hoch, wo geht's denn hier lang? Ach ja. Ernsthaft. Alter, wie groß ist denn die Route noch? Och, schon wieder ein Zerschneiderbusch. Und noch ein Zerschneider. Okay, also langsam nervt mich das hier. Den ganzen Zerschneiderbüschen. Also ich würde da jetzt was dagegen machen, das reicht mir jetzt. So. So, Phoenix. Jetzt fliegen wir erstmal zurück zum lieben Pokémon Center. Obwohl, ist vielleicht beim Haus des Attackenhelfers irgendwie ein PC. Das müssen wir natürlich erstmal nachgucken. Aber halt. Erstmal kämpfen wir gegen diesen Trainer. Bevor wir überhaupt irgendwas machen. Wir haben ein Pokémon. Skelabra. Level 58. Machen wir erstmal fliegen. Ich bin mal gespannt, was das so kann. Konfu-Strahl. Bitteschön, ich habe für dich eine Fliegeattacke. Juhu, prompt sind wir verwirrt. So, machen wir Nitro-Ladung. Weil ich will es danach eigentlich nur noch mit Fliegen angreifen. Das ist sehr dumm, wenn man das nicht weiß. Feuerfänger. Warum muss ausgerechnet dieses Pokémon Feuerfänger gönnen? So, jetzt mach Sturzflug. Ich wusste, dass es sich verletzt. So, Spukball. K.O. Mal wieder. Phoenix, du hast es echt nicht drauf irgendwie heute. So, es regnet ja eh schon, ne? Es ist ja wahrscheinlich vom Typ Geist Feuer, so wie ich mir denken kann. Machen wir Mega-Entwicklung und Surfer. So. Meine Güte, brauchen wir immer eine extra Einladung für diese Pokémon. Bitteschön, Surfer und tschüss. Oh, ist das sehr effektiv. Oh, und es regnet ja auch noch. Das ist doppelt Pech. So hast du mir meine Schwachstellen vor Augen geöffnet. So, ja, da kommen wir nicht lang. So, den Hang können wir zum Glück wieder hochfahren. So, erstmal nein. Denn wir müssen ins Pokémon Center. Aber nicht um unsere Pokémon eigentlich... Obwohl, doch, wir müssen uns ja Phoenix heilen. Aber, eigentlich bin ich ja dahin auf dem Weg, weil wir... Warum können wir nicht mehr in die Arena? Ja, und warum kann ich da jetzt nicht hochfahren? Ach, das erscheint mir alles unlogisch irgendwie. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon. Machen sie wieder topfit. Ja, ist ja schon in Ordnung. Hier. So, jetzt müssen wir einen Pokémon ablegen. Leider Gottes, weil ich einen Zerschneider brauche. So, jetzt kommt, glaube ich, wieder Schlitzohrenspiel. Wir haben es schon so lange nicht mehr gehabt. So, Tausch-Pokémon. Kämpfen. So, du kannst der Schneider, mein liebes Schlitzohr. So, dann holen wir hier unser legendäres Pokémon mal kurz raus. So, dann machen wir das mal kurz in Kämpfen rein. Auch wenn das da eigentlich nicht hingehört. So. Hätten wir das auch erledigt. Meine Güte. Radeln wir doch eine Runde. So, Kamerakauz brauchen wir jetzt erstmal nicht. Halt, so hoch weiter oben wollte ich auch noch nicht rumfahren. So, Pokémon sind geheilt. Wir haben endlich einen Zerschneider. Es wurde ja auch mal höchste Achterbahn. Also mit so viel Zerschneiderbüchchen kann ich dann irgendwie auch nicht mehr leben. Mit so viel Wind Pokémon auch nicht. Meine Fresse. Irgendwie habe ich gerade die Versuchung, dieses Sichlo einzufangen. Oh, ich glaube, das war ein bisschen arg stark. Nein, das sieht überhaupt nicht böse und stark aus.
Mist! Jetzt habe ich Sichlor besiegt. Ach, goddammit. Das war natürlich doof. Ich kann euch sagen, dass Sichlor hier sehr selten ist. Na toll. Gut. Haben wir es jetzt wenigstens gesehen. Alter! Was kam denn hier so geile Pokémon rum? Nitro-Ladung. Altaria gammelt hier mal einfach so rum. Nein, auch diese Attacke sieht nicht böse aus. So, Ball, Bälle, Flottball. Flottball. Flottball! Flott. So, mal gucken. 2, 3 und drin! So lädt's! Altaria wurde gefangen. Braucht übrigens nur 600.000 Erfahrungspunkte bis Level 100, wenn man mal unbedingt ein Pokémon schnell auf Level 100 haben will, das sogar sehr stark ist. Altaria ist da definitiv die erste Wahl. Es schwebt gemächlich durch den Himmel. Sein wunderschönes Summen ergibt das Gefühl, einen zu träumen. Eigentlich wollte ich Altaria keinen Spitznamen geben, aber meinetwegen. Okay, alles klar. Altaria heißt Leer. Altaria wurde in die Box kämpfen geschickt. Ob es dafür gebräuchlich ist. Also sehr gute Pokémon hier, definitiv, muss man ja mal so sagen. Bin mal gespannt, was jetzt für ein wildes Pokémon wieder kommt. Altaria haben wir ja schon gesehen. Okay, naja. Das ist jetzt nicht so das, was mich vom Hocker hauen würde. Fliehen wir. Mal ein Surfer. So, der erste Zerschneiderbusch, den wir jetzt endlich mal beseitigen können. Dann Schlitzohr. Gifibeere. Wie nett. So, Turtok setzt Surfer ein. Und wir setzen Top-Schutz ein. Also bei so viel Büschchen kann ich doch nicht mehr leben, oder? Also mittlerweile bin ich ja in jedem nicht so kleine Ecke, nicht konnte ich ja gar nicht laufen, weil ich hier Zerschneider die ganze Zeit nicht dabei hatte. Also wir haben echt viele Areale. Wir haben echt viele Areale nochmal zu erkunden. Deshalb. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt zuerst in die Siegelstraße gehen soll. Ich glaube, hier gibt es nämlich nur einiges zu entdecken. Entdecken, entdecken, entdecken. Ja, ja. Ich hatte gerade etwas geleckt mit meiner Stimme. Hallo. Die wartet wohl seit Jahren schon hier. Mhm. Veteranin Konstanze. Und die hat ein, ja, ordentliches Pokémon. Munarogas. Munagoras, Verzeihung. So, machen wir erstmal Sturzflug. Jetak ist nicht sehr effektiv. Knirscher. Bevor Phoenix wieder drauf geht, wechsle ich lieber. Wenn es nicht sehr effektiv ist, war es wahrscheinlich vom Typ Gestein. Gut, dann sind wir ja mit Kroko relativ gut aufgehoben. Nochmal Knirscher, der wird aber nicht so viel abziehen. Turtoks Verteidigung ist doch relativ solide. Circa ein Drittel Schaden, aber damit lässt sich leben. Zumal ich auf einem niedrigeren Level bin. So, Turtok. Mega Turtok setzt jetzt Surfer ein. Und das sollte reichen. Ist nur normal. Interessant, wird wohl Wassergestein sein, so wie Kabutops oder so. Also für eine Veteranin ist das ein ganz schön ungewöhnliches Pokémon, muss ich jetzt sagen. Es gibt erstmal Elixier. So, mach mal Elixier in den Beutel. So, erstmal Stärke. Ja, dann. Warum kann ich keine Stärke einsetzen? Hä? What the hell? Wie soll ich denn das machen? Ach ja. Das wird wahrscheinlich wohl so wieder so ein Rätsel sein für eine TM. Ich könnte zumindest wetten.
Ja, das wird es wahrscheinlich. Obwohl. Können wir es da überhaupt runterschieben? Ich versuche jetzt erstmal den Felsen da runterzuschieben. Ich glaube, noch eins muss ich rüberschieben, oder? Wenn nicht, kann ich es, glaube ich, nochmal eins zurückschieben. Nein. Alter, was ist denn das für ein Rotz? Hä? Vielleicht muss ich es auch ganz ins Eck schieben und dann den anderen Felsen da bewegen. Ah, so geht das. Wie ich immer schön glitzere, während ich Stärke einsetze. So, das erste Loch ist schon zu. Ja, die Rätsel sind nicht mehr so einfach. Nichts Unüberlegtes tun. Ja, jetzt muss ich nämlich ganz außen rum wieder laufen. Ja, das sind die schwereren Stärke-Rätsel. Es geht ja auch schließlich aufs Ende hinzu. Eigentlich schon ein bisschen schade. So. Jetzt auch noch Surfer. Meine Güte, wir brauchen echt viele VMs. Ja, ja, wir können weit surfen und finden hier ein Item. Es ist Sonderbonbon. Wie sollte es anders sein? Kurz vor der Siegestraße. So, dann surfen wir nochmal. Gibt es da hinten noch was? Nein, da hinten gibt es nichts mehr. Und wie gesagt, ich habe mir schon fast gedacht, dass das für eine TM ist. Jo. Ich frage mich nur, wie ich das da machen soll, dass ich da... den Felsen bewegen soll, aber ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie... Och, jemine. Ja, und wieder zurückschieben. Meine Damen und Herren, vergesst natürlich nicht, die Folge zu liken und zu favorisieren, wenn sie euch gefallen hat, ja? Ganz, ganz wichtig, sodass auch eure Freunde ebenfalls diese Folge Pokémon X sehen können. Ich sag das jetzt schon, weil ich hier noch die ganze Zeit am Felsen rumschieben bin und ich das definitiv diese Folge noch fertig machen werde. So, jetzt schieben wir den Felsen noch. Heieiei. Wo diese ganzen Felsen bloß in diesem Flachland herkommen. So, haben wir es jetzt mal. 2, 3, 4 und bam und nochmal und dann haben wir es doch, oder? So, jetzt müssten doch mal die ganzen Felsen hier gemacht worden sein. Jawohl. Und was bekommen wir? Oh, Solarstrahl. Ja, genau. Meine Güte, das hat aber lang gedauert. Aber das war es definitiv wert. Der Solarstrahl ist in unserem Besitz. Wir wissen, wo der Attackenhelfer ist. Viel erlebt haben wir in dieser Folge. Wie gesagt, liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal weg und sage bis dann. Servus und tschüss, meine lieben Freunde des Pokémon X Universums. So, hier sind zwei Videos, die für euch sicherlich ganz interessant sind, nämlich Pokémon Schwarz 2, der erste Teil, und wie sollte es anders sein, die Pokémon-Mythen-Reihe mit dem erfolgreichsten Titel, das Lavandia-Syndrom. Einfach auf das jeweilige Symbol draufklicken und schon seid ihr beim jeweiligen Video angelangt.